Servus Leute, wie geht's? Schon Spitze bei der Rollenmengenmonster. Ich heiße schon alle wieder. Herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Star Wars. Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen mit Yokasa nur ein bisschen gequatscht und haben ein paar Geheimnisse des Jedi-Archivs erforscht. Wir haben aber gehört, es sind ein paar Holocrons geklaut worden und die sollen uns ein bisschen umhören und das. Hey, ich habe gesehen, wie ihr das Geheimnis der Jedi-Statuen gelüftet habt. Wie wär's, wenn ihr mal das Rätsel löst, wie man nicht von der dunklen Seite zerstört wird? Okay. Ja. Meister Yoda, was geht? Der kriegt erstmal von mir ein paar hier in die. Okay. Ah! Geil! Okay, 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 okay. Was ist denn eigentlich dafür ein Protokoll? Was ist denn los mit dir? Wir kommen hier leider trotzdem nicht durch, weil wir brauchen dafür einen Protokolldruiden. Und den haben wir. Glaube ich gar nicht, ne? Oder? Haben wir einen Protokolldruiden? Müssen wir kurz gucken. Da können wir einen kaufen eventuell? C3PO, E3PO. Aha, okay, alles klar, läuft. Joa, nee. Alles klar, dann, obwohl wir gucken jetzt einfach mal, dass wir uns auch in das Rishi-Gebet begeben, was zum Teufel. Suche im Tempel nach den Zeugen des. Das wäre eigentlich auch eine Idee. War so ganz schnell, was ist. Jemand hat die Holokronkammer ausgeraubt? Ob die große Frau etwas damit zu tun hatte, die ich zum Lufttaxi laufen sah? Die Schiene. Okay, alles klar. Große Frau. Eines Tages werde ich so weise sein wie Yoda, so stark. Okay, das ist einfach nur ein Trottel, der schon, wieder mit irgendwas wie Yarl Proof. Keine Ahnung. Wer würde schon Holocrons klauen? Man muss die Macht beherrschen können, um sie zu öffnen. Das heißt. Es war ein Jedi! Oder der Dieb wusste das einfach nicht. Das sind gute Indizien, mein Freund, yeah. Aber ein, das wäre natürlich auch mal eine Idee. Ein Jedi? Mit der Macht kann man viel mehr tun, als nur Steine hochzuheben. Ich kann auch Stöcke und. Geil! Ich glaube, Luke wäre jetzt gerade ausgerastet in dem Moment. Ich kann mich noch ein bisschen im Zaun halten. Okay. Da unten haben wir noch so einen Trottel, der mit uns quatschen will, da drüben. Einen Dieb sucht ihr? Da war diese Dame mit dem Sack. Gut, da war nicht direkt ein Geldzeichen drauf, aber ein wie auch immer. Ich denke, sie hat ein Taxi in den Bezirk Uskru genommen. Ob sie dort wohl ihre heiße Ware verhökern will, wie man so sagt? Das wäre natürlich jetzt eine super geile Idee. Also krass. Wollt ihr irgendwo anders hin? Wir besorgen euch sofort. Schnauze, Uskuro Bezirk. So. Ich mag es eigentlich auch mit dem Kopfgeldjäger durch die Gegend zu rennen, weil ich mag einfach die Waffe von denen. Das ist so dieses Schnellschießen, das finde ich gut. Jo, jetzt wisst das. Jetzt könnt ihr wieder viel damit anfangen. Hat jetzt auch wieder Lust, ein bisschen was mit Lego Star Wars zu machen. Habe es lange nicht mehr gemacht. Es macht eigentlich ziemlich Spaß. Und bin auch mal gespannt, wie es auch so weitergeht. Weil ich meine, klar, ich kenne Star Wars so krass viel. Ich höre mir auch die Hörbücher an, weil ich es einfach extrem geil finde, dieses Franchise. Habe auch, by the way, mal, um mal auch ein bisschen in eine andere Richtung, ein anderes Franchise mal aufzureißen. Ich habe mir auch mal jetzt mal Herr der Ringe, die Ringe der Macht, habe ich mir erstmal angefangen zu gucken. Willkommen im Bezirk Uskru. Passt auf eure Geldbörse auf. Es ist natürlich für mich ein bisschen schwierig, nicht für die, wie heißt es, für die Orks zu sein, weil, ja, ihr wisst, dass ich in Mordor da immer die ganze Zeit mit denen rumchille und irgendwie sind die mir ganz schön ans Herz gewachsen, auch wenn ich sie alle nicht, zusammen nicht leiden kann. Oh, scheiße, jetzt sind wir hier wieder unterwegs. Na toll, geil. Okay, wir sind also, wir müssen hier rein, irgendwo.
Geht's noch? Aus dem Weg! Ich habe Säcke davon! Warte mal kurz, was? Was sind drei Teufels? Ja moin, geil. Ich hab eins gefunden noch. So ein Ding. Eine Kopfgeldjägerin holt sich immer gerne eine Belohnung. Ja, ist wahrscheinlich auch besser als ein Giftpfeil im Hals zu kriegen, ne? Moment mal. Hallo? Riecht ihr das? Entweder kocht Felix sein Huttenschnitzel à la Jabba oder es tritt irgendwo giftiges Gas aus. Ihr wisst nicht zufällig, wie man diese Schächte... Sterb ich davon? Wo ich das jetzt so sehe, denke ich nicht, dass ich helfen kann. Scheiße. Ich glaube, wir brauchen dafür definitiv... Immer noch besser als ein Giftpfeil in den Hals, das ist sicher. Schon wieder die Holocrons. Wie ich der Kupfgeldjägerin schon sagte, solange sie verschlüsselt sind, sind sie nichts wert. Über diese Auskunft war sie nicht erfreut. Sagte, dann versucht sie es eben in Mos Espa auf Tatooine. Nur zu. Na geil, ey. Nach Mos Espa auf Tatooine. Ernsthaft jetzt? Ja, moin. Wie soll ich denn jetzt da hinkommen, Kimme? Okay, Hey, müsst ihr irgendwo hin auf den Planeten fliegen? Also ich würde es jetzt mal so... Ich glaube tatsächlich, es hat mich ein bisschen... Gute Reise! Mir geht es jetzt einfach nur kurz mal darum, dass ich jetzt nochmal... Ich glaube, das war jetzt ein kompletter Umweg, was ich gerade mache. Aber mir geht es jetzt persönlich darum, jetzt mit dem, dieses Holocron zu finden. Und dann würde ich auch mit der Story weitermachen. Das wäre jetzt erstmal das, was ich, glaube ich, dieser Mission machen würde. Ich hoffe jetzt auch mal, dass die jetzt in Mos Espa zu finden ist, ansonsten kotz ich in einem Strahl. Wirklich. Ja. Weil ich würde auch gerne mit der Story weitermachen. Jo. Definitiv. Definitiv. Das ist dieses Laden, das ist so ätzend manchmal. Aber wir kommen weiter. Willkommen im berühmten Senatsbezirk von Coruscant. Und ich Koro sage danke für die Reise mit uns. Halt's Maul, Druide. So, wir müssen uns schnell jetzt mal kurz beeilen. Oh, das war okay. Die Leute sollen sich hier nur nicht zu sicher sein. Ich habe neue Informationen. Als Maul. Nein, wir müssen nach Tatooine. Oh, geil. Wir reisen erstmal nach Tatooine. Yeah. Mos Espa hat ja perfekt gepasst. Oh, der Jedi-Bezieher. Gute. Miau. Als hätte man immer auf dem härtesten Trip, ey, ohne Scheiß, hier durchzufliegen. Oh, Vorsicht! Falle! Cool. Kann ich irgendwie auch. Das erinnert mich auch ein bisschen an Findet Nemo mit den ganzen Schildkröten da drin. So, sind wir jetzt endlich mal durch, denke. Mos Espa, Tatooine. Genau hier wollten wir hin. Und, im letzten Mal haben wir auch schon viel gemacht, aber nicht richtig. Müsst ihr irgendwo hin? Dann seid ihr hier richtig. Und wir brauchen auch mittlerweile ein paar Protokollprojekte. Weg hier! Ach, scheiße, hier sind ja die.
mal gucken, wo wer will. Was ist denn hier? Ich habe gehört, wie eine Kopfgeldjägerin einen heftigen Streit mit einem Händler hatte. Ach, das interessiert euch? Wenn ich richtig gehört habe, wollte sie nach Seed auf dem Planeten Blahu. Jetzt mich verarschen. Scheiße. Soll ich jetzt verarschen oder was? Nabu, verdammte Hacke. Okay, Leute. Okay, Leute, aber das machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Mal gucken, ob wir es dann endlich mal schaffen, das Holocron zu finden. Bis dann, haut rein, bleibt dabei, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Lemmingmaster. Ciao.